Hi Dad, ich komme morgen aus dem Krankenhaus raus. Sie haben mir erzählt, dass du die ganze Zeit bei mir warst. Es tut mir wirklich leid, was da alles passiert ist. Ich höre auf mit dem ganzen Scheiß. Es macht mich irre, es macht mich zu jemandem, den ich hasse. Hey, ich würde dich gern morgen besuchen kommen, wenn es dir recht ist. Ich möchte nur sagen, ich bin stolz, dein Sohn zu sein. Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Karl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Marcus? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Optionen sind alle schlecht. Wie ich mich auch entscheide, es wird Blut fließen. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Aber was soll ich tun? Karl, meine Leute werden getötet. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten, aber sagen Sie, welche Wahl habe ich? Zu leben heißt, sich zu entscheiden. Zwischen Liebe und Hass. Zwischen einer ausgestreckten Hand und einer geballten Faust. Ich habe keine einfachen Antworten, Marcus. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpfen, um sie zu ändern.
ist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Sie sagen, Sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben Sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Die Armee hat 5 Lager im Gebiet von Detroit gebaut. Und sie bauen noch mehr im Rest des Landes. Sie bereiten einen Genozid vor. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich liebe dich, Marcus.
Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife-Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Sei vorsichtig. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen?